Und hier fange ich schon mal weiter an. Folge Nummer 17, glaube ich. Ich habe jetzt hier ein Feld angelegt. Vier Kürbisse. Ein bisschen hier alles ausgebaut. Die roten Dinger sind fast reif und ich wollte eigentlich Sand abbauen. Dazu müsste aber mal Tag werden. Und mein Inventar ist irgendwie total zugemüllt mit Zeug, was kein Mensch braucht gerade. Also gehe ich mal eine Runde hier schlafen und dann gucke ich mal, wie es hier weitergeht. So. Das sind zwei Türchen, dann kann man aufs Feld drauf. Das Feld ist hier so ein bisschen auf so einem Abhang. Und das wird jetzt hier die ganze Ackerfläche sein. Und das wird alles hier so ein bisschen durch gemischte Gärten gestaltet werden. So, die untere Fläche wollte ich eigentlich mit Cobblestone dekorieren, aber das ist mir jetzt gerade zu aufwendig. Und ich versuche mal ein bisschen Sand hier abzubauen. Das geht am leichtesten mit Fackeln. Wenn man sie langsam genug setzt, dann baut sich der Sand praktisch von selbst ab. Und dieses Sandvorkommen ist nicht besonders tief. Was man jetzt gut erkennen kann, ich hätte besser in die Wüste gehen können. Das wäre weniger Arbeit und es wäre auf jeden Fall viel ertragreicher gewesen als das, was ich jetzt hier anstelle. Naja, ein Stack kriege ich vielleicht mit etwas Glück hier raus. Kohle gibt es hier auch scheinbar auf dem Grund. Toll, die kann ich jetzt alle so abbauen. Wow, den Stack habe ich ja bald. Baue ich mal hier noch drei Fackeln hin. Baut sich ja alles von selbst ab. So, das ist jetzt eine Einserschicht. Die kann ich mit der Schippe vernichten. Ihr könnt ja sehen, wie schnell die Schippe runter ist von der ganzen Aktion hier. Jetzt sterben hier die armen Kraken, weil der Fluss so flach ist. Und dieser Teil des Flusses ist auch noch jetzt trocken gelegt. Und ich habe voll die Framerate-Einbrüche, warum auch immer. Toll, das sind diese Tintensäcke von den Viechern. Toll, ich muss mal gleich hier aus meiner kleinen Sandgrube mal rauslaufen. So sieht das also aus. Und bald ist alles, aua, hier verbraucht. Ich könnte ein bisschen Platz im Inventar machen.
Cobblestone abbauen, den kann ich auch immer gebrauchen. Also geht Raubbau in der Natur. Schönen kleinen Sandtagebau. Zack. Ah, das war jetzt ein Fehler. Bauen wir die nächste Reihe ab. Dann dürfte das hier bald fertig sein. Nebenher noch ein bisschen Cobblestone farmen. Schadet ja nicht für mein Bauvorhaben. Ach, diese Lags nerven voll. Eine Runde. Unser Inventar ist mal wieder voll mit Zeugs. Sandgrube ist fast fertig hier. Weiß gar nicht, soll ich weitermachen? Oder das so schon lassen? Ich kann erstmal zufrieden sein mit dem, was ich abgebaut habe. Den Rest lasse ich da und komme dann später nochmal wieder. Hau noch ein bisschen Grünzeug auf dem Weg davon weg. Tolles Haus hier weiterbauen. Mit Hilfe von den dazu gewonnenen Cobblestone. So, ein bisschen Eisen haben wir produziert. Ich glaube, ich brauche einen zweiten Ofen hier. Leider habe ich hier keine Lava für diese tollen Zwecke. Ich meine, irgendwo hier noch Kohle gesehen zu haben. Ansonsten warte ich noch ein bisschen. Habe ich denn noch was Essbares da? Ja. Diese tolle OP-Rüstung sollte ich demnächst hier loswerden. Die mauer ich hier einfach irgendwo ein. Also da, wo man Zombies hört, da sind bestimmt irgendwelche Höhlen. Toll, Werkzeugschrott. Hier könnten wir das Loch mal reparieren. Dieses Haus weiter ausbauen. Ich
Guck mal, das Inventar ist jetzt vollgestopft mit Zeug. Also haue ich da noch mehr Zeug hin, das ich gerade nicht brauche. Wie zum Beispiel Dirt. Für den zweiten Ofen habe ich jetzt nicht den Brennstoff. Ja. Keine Ahnung, ich brauche Treppen. Da jetzt zu suchen wird. Das Ding nervt mich einfach jetzt so. Fertig. Ich mache es jetzt einfach selber. Zack. Ein paar Treppenteile. Machen wir ein einfaches kleines Häuschen. Dazu fäll ich mal hier ein Stück vom Dach weg. Dann habe ich wieder Baumaterial. Auch die Wand hier braucht kein Mensch. So, mein ganzes Werkzeug ist irgendwie hier am Limit. Sollte ich dringend Neues craften? Und vielleicht ein bisschen weniger nachts in der Gegend rumrennen. Soll ja für die Gesundheit nicht so förderlich sein, die frische Nachtluft hier in Minecraft. Wow, alles schon schön down. So, neuen Boden hin. Viel steht nicht mehr vom ursprünglichen Haus. Das ist mir aber gerade recht wurscht. Ich baue mir ein neues aus Cobblestone. Brains höre ich da im Hintergrund. Gibt es hier ein Gehirn abzustauben? Wahrscheinlich schon. Das wird mir jetzt hier zum Ungeheuer. Ich lege mich mal hier in dieses stimulierte Bett. Danke fürs Zuschauen.